Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, auch wenn es heute wieder etwas später ist, geht es weiter. Und zwar, was habe ich mir für heute überlegt? Zwar werden wir unsere neue schöne Recycler-Farm, habe ich mir gedacht, trotzdem hier in diese Richtung weiterbauen. Und den Gang hier hinten, habe ich mir überlegt, könnten wir dazu nutzen, um... ja, da rechts an oder beziehungsweise links an unsere unterirdische Basis für die Bienen und dort rechts, wie man schön im Bild sehen kann, an unsere andere Basis dort anzuknüpfen und anzuschließen. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so verkehrt und auch eine sehr gute Lösung. Des Weiteren werden wir hier jetzt weitergehen. Das könnten wir jetzt eigentlich im Prinzip schon machen. Hier werden wir im Prinzip jetzt mal hier so ein kleines Tunnelchen graben. So, es dürfte schon fast eigentlich reichen bis dort. Ja, hier kommt im Prinzip der weitere Maschinenpark dann hin. So, und ja, doch, das passt. Und dann müssten wir mal den Area Mode ausmachen. Und dann laufen wir im Prinzip jetzt hier lang. So, ist natürlich ein bisschen gewagt. Ah. Oh, einen hier daneben. Oh, das ist ja wunderbar. Guckt euch mal das an. Wir sitzen ja eigentlich genau unter der Maschine mit dem Gang. Das ist perfekt sogar. Wie gekonnt, würde ich behaupten wollen. Und zwar können wir dann hier mit dem Kabel hoch und direkt an die Maschine dran. Sehr geil. Sehr geil. Okay, das ist schon mal sehr gut. Da muss das Ganze hier natürlich wieder zuschütten. Das ist natürlich der eine, haben wir natürlich nicht richtig getroffen. Dann nehme ich mal ganz kurz hier ein bisschen Dirt und mache das hier mal ganz kurz wieder dicht. So, mal ganz kurz gucken. Ist auch alles brav dicht. Sehr schön. So, übrigens, die Pflanzen sind hier auch wieder gewachsen. Die könnte ich mal ganz kurz ernten. Nee, so, verdammt. So muss man die ernten mit einem Linksklick. Sehr schön. Und zwar brauchen wir dann auch gleich neue Crops. Ja, egal. Machen wir dann später. Wobei, nee, müssen wir jetzt machen. Ansonsten wachsen da gleich wieder Unkraut und dann ist wieder alles kaputt. Ein Augenblick. Nee, da bin ich natürlich falsch. Dort bin ich eher richtig. So. Crops. Ach, jetzt suche ich da doch in der Zeile wieder. So, da Crops. Die hätte ich ganz gerne. 3, 4 Stück. Sehr, sehr schön. Und einmal hier hin. Kann ja schon mal alles wieder neu wachsen, währenddessen wir hier dabei sind. So, ist hier auch noch ein bisschen Weed Eggs drin? Natürlich nicht. Mann. Um alles muss man sich hier selber kümmern. Weed Eggs. Ne, das sind Overclocker. Die brauche ich nicht. Nochmal. Weed Eggs, damals. Einmal bitte Weed Eggs, sehr schön, dass da nicht so viel Unkraut wächst. So, dann schmeißen wir das hier einmal ganz kurz dazu. Und dann sollte das brav hier wieder wachsen. Sehr schön. Weiter geht jetzt in diese Richtung, mal gucken. Sollten wir eigentlich auch direkt an der Maschine rauskommen, fast. So, dann probieren wir das doch mal aus. Mal gucken, wie weit... wir von der Maschine entfernt sind. So, jetzt müssten wir eigentlich fast da sein. Oh, wir sind da. Sehr schön. Ja, doch. Relativ dicht dran. Ne? Damit können wir sehr, sehr gut leben. Ich werde die Ebene hier noch eben ganz kurz raushauen. So. Da gehen wir dann auch nochmal ganz kurz eben rein. Und ja, dann nehmen wir die hier auch noch eben kurz mit. Sehr schön. Das heißt, hier können wir jetzt auch ran. Das heißt, hier sollten wir vielleicht mal ganz kurz eben hinten gucken, dass wir es von dieser Ebene, glaube ich, eher besser anpassen. Ne? Ja, genau. Hier ist nämlich nur noch einer. Ah, wie schnell das ist. Das ist echt Wahnsinn. So, jetzt kommen wir hier mit dem Kabel an. Gehen hier im Prinzip dann einen rein noch. Genau, und an der Seite dann hoch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, was jetzt noch fehlt, sind natürlich Kabel.
die wir uns jetzt natürlich eben machen müssten. Und zwar, ja, das ist jetzt die gute Frage. Ich überlege gerade etwas. Und zwar könnten wir, mal überlegen. Wie viel bräuchten wir denn? Ist doch schon ganz schön viel, ne? Ja, lass uns das mal schätzen als 20 und das hier mal schätzen als... Was sind das? 40? Roundabout 40. Also mit 64. Geben wir noch 20 als Toleranz drauf. Machen wir mal so 85, 84. Das sollte reichen. Kabel dort. Und zwar 64, gebe ich nochmal 20 drauf. Sehr schön, das soll erstmal arbeiten. Problem, was wir kriegen könnte, wäre Quarz. Netherquarz. Ja, doch, haben wir nicht mehr allzu viel. Wir müssen ja eh in den Nether, um Glowstone zu holen. Aber vorerst mal ganz kurz hier das hier weg. Und dann können wir auch gleich ein bisschen Quarz mitbringen, würde ich sagen. Wäre keine so schlechte Idee. So, deswegen einfach mal direkt in den Nether. Ein bisschen rumgeflogen. Ich denke mal, wir werden gleich direkt schon ein bisschen Quarz und so finden. So, wo seid ihr denn? Schönes Quarz. Oh, das ist auf jeden Fall eine dicke Spinne. Zack. Oh, daneben geschossen. Na, eins und... Bam, zwei. Weg ist die Spinne. Oh, wir kriegen Spoilback. Sehr schön. Aber wir suchen eigentlich Quarz. Da ist Quarz. Mein schönes Quarz. Ach, einmal einen Blick. Nee. So, den Area Mode natürlich wieder an. Schön brav den Area Mode an. Damit wir ein bisschen mehr hier schneller abbauen. Oh, hier ist eine ganze Menge. Sehr, sehr viel Quarz. Toll, perfekt. Und die Level natürlich immer schön brav mitnehmen. Wollen hier nichts verschwenden. So, das nehmen wir auch noch mit kurz hier. Mal schauen, wie viel haben wir denn schon. Ein Augenblick. Oh, ich dachte, da kommt gerade ein Creeper an. Ja, so ein bisschen haben wir ja schon, aber ich denke mal, wir können noch ein bisschen mehr mitnehmen. Also es wird vertragen ruhig noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir sie böse gemacht. Jetzt haben wir sie richtig böse gemacht. So, und noch eins und noch eins. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Wisst ihr was? Wir machen einfach mal ganz kurz hier so einen kleinen Sprung. Und, hups, da haben sie alle vergessen. Oh, da war ein Creeper. Da haben sie alle vergessen, dass wir was Böses getan haben. Und die doch nicht, der nicht. Der will uns noch ans Leder. Aber hier unten, denke ich mal, sind sie wieder friedlich. Ne? Günther? Günther ist wieder friedlich. Sehr schön. Noch ein bisschen Quarz mitnehmen, denke ich. Aber ich denke mal, das sollte... Wow! Achso, das war eine Fledermaus. Alles klar, alles klar. Keine Angst, nur eine Fledermaus. So, das zweite, was wir hier natürlich aus dem Nether uns besorgen werden, ist natürlich Glowstone. Das war der zweite Punkt, der uns hier gefehlt hat. Und den werde ich jetzt natürlich auch noch eben schnell organisieren. So, davon werden wir auch noch ein bisschen mehr brauchen. Deswegen, wenn wir mal hier so ein bisschen auf Erkundungstour gehen, zum Portal finden wir zurück, ne? Ja, habe ich mir markiert. Okay, sehr schön. Hatte gerade schon die Befürchtung, dass wir hier nie wieder rausfinden werden. Na gut, dann hätten wir uns hier eine neue Basis aufgebaut. Nein, Spaß beiseite, aber... Hätte schon gefährlich werden können. Oder ja, hätte lange dauern können, bis ich es wiedergefunden hätte. So, gerade hier ein bisschen Quarz nehme ich natürlich gerade mal mit. Warum haben wir hier keinen Glowstone? Da ist Glowstone. Natürlich eben gucken, ob da drunter eventuell... könnte ein bisschen Lava sein. Aber das meiste sollte eigentlich dorthin fallen, wo wir es aufsammeln können. Nein. Verdammt, einen haben wir vergessen. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. So, eine kleine Spinne haben wir da auch noch. Huch. Zack.
Weg ist die Spinne. Ja, so ein paar Sachen sind wahrscheinlich runtergefallen. Macht jetzt aber nicht allzu viel aus. Das da könnte schon ein bisschen gefährlicher sein, oder? Ja, mal gucken, würde ich behaupten. So, huch. Dann bauen wir es einfach ab. Was runterfällt, fällt halt runter. Wir haben ja eigentlich genug. Na, was soll der Geiz? Ich glaube, es war noch eine Frage, ob wir nicht Yuyumeta für Glowstone verwenden. Oder warum wir nicht Yuyumeta für Glowstone verwenden? Ja, warum sollen wir? Wir können es ja ganz einfach hier aufsammeln. Es ist wesentlich kostengünstiger und wir sparen uns das Yuyumeta für die Solar Panels dann. Ist, denke ich mal, eher in eurem Interesse, als wenn wir das Ganze hier für einen relativ einfachen oder einfach zu besorgenden Rohstoff vertauschen. So, mal eben kurz gucken. Ja, das sollte an Glowstone und Nether Quartz fürs Erste reichen. Huch, kleiner Leck. Wir sitzen einfach nur an der Decke oder was? Ja, scheinbar. Auf nach Hause, in diese Richtung, sagt er jedenfalls. Mal gucken, ob er recht behält. Hier hoch, okay. Sind doch schon ein ganzes Stück weggeflogen von zu Hause, muss ich sagen. So, wo ist denn das hier jetzt? Ach da, da geht's nach Hause, okay. Ab hier wissen wir dann auch wieder Bescheid. Auf nach Hause. So, mal richtig mit Tempo hier, mit Schmackes. Da sieht man aber auch, wie schnell wir überhitzen. Auch allein nur durch das Laufen jetzt. In der Hölle ist das nun mal so. Da kriegt man extra Hitze. Da kriegt man so richtige Hitzewallungen. Nee, der war nicht so wirklich gut. Okay, wir haben jetzt den Weg hier ausgehoben. Wir haben, schauen wir mal ganz kurz, ME-Cable. Hammer. Oh, hat er sogar alles noch geschafft. Sehr schön. Sehr brav. Und die Beutel, die werden wir mal hier oben ausbeuteln. Haha, und zwar hier so kurz rein. Das geht ein bisschen schneller. Zack und zack. Und die beiden tue ich mal ganz kurz hier rein. Die werden wir dann später analysieren. Obwohl das Dirt kann ich da auch mal reintun. Und ich will mal ganz kurz gucken, was in dem Spoilbag drin ist. Da ist eine ganze Menge drin. Das Ding nehme ich mir mal kurz vorher raus und das auch. Das andere kann da so rein. Dann lassen wir so Sachen, die ich wieder entzaubern muss vorher. Also mit unserem schönen Force Rod. Dann geht das Ganze natürlich ein bisschen besser. So, jetzt werde ich einfach mal... mit dem Recycler ist das sowieso so ganz... nicht ganz so einfach, ne? Die werden ja immer übereinander gebaut. Oder ich mache das... Mache ich das noch anders? Ich überlege gerade, ob es nicht eventuell, aber auch nur eventuell. Dann müsste ich das Ganze, ich muss es sowieso zweietagig machen. Huch. Eventuell. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Ui, das mit der Hand abzubauen ist aber irgendwie relativ schwer. Area Mode deaktiviert. Huch. Und da ist natürlich die Wand natürlich kaputt gegangen. Ich überlege gerade, ob wir hier den Recycler und automatisch einfach mit Cobblestone befüllen. Ich meine, wir haben ja die Recycler, haben wir 136.000 Cobblestone. Also, ne, ich frage mich, wer kann das erstmal verarbeiten? Und haben mir gedacht, wir werden einfach mit Kabeln hier erstmal so langlaufen und hier dann immer einfach direkt reinfüllen. Ich meine, das ist doch gar nicht mal so verkehrt jetzt, oder? Irre ich mich jetzt? Ich denke nicht, ne? Und, die Igneous Extruder, wollte ich schon fast sagen. Ist das Igneous Extruder? Ich glaube wohl. Die können wir dann, ich will jetzt mal einfach anfangen und verlegen. So wie ich mir das vorstelle. Die werden wir dann ganz einfach und unkompliziert da drüber setzen und einfach abpumpen. Ne? Also ganz easy peasy. So, von hier aus geht das dann im Prinzip hier hoch. Da können wir dann später weiterarbeiten. Dann laufen wir mal hier weiter.
Eine andere Sache, hatte ich das vorhin eigentlich erwähnt? Ich glaube nicht. In den Kommentaren war auch noch der Wunsch, ob wir nicht eventuell, ja, eventuell hier noch einen Uplink zu unserem schönen Wireless Access Terminal machen können, weil man sieht, hier hinten haben wir überhaupt keinen Zugriff darauf. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel irgendwo einen hinsetzen würden, dann könnten wir den Radius natürlich wieder vergrößern, wo wir dieses Teil einsetzen können. Das wäre natürlich nicht allzu schlecht. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Das werden wir auch machen. So, sind wir mit 64 doch relativ weit hierher gekommen. Ich bleibe auch erstmal bis hier an diesem Punkt. So, das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Und da haben wir einiges heute in der Folge geschafft. Wir sind natürlich ein bisschen farmen gegangen. Wir haben auf jeden Fall diesen Schacht hier schon mal ausgehoben, haben das Kabel schon mal verlegt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Eine andere Sache, was ich noch kurz erwähnen will, ist, und zwar hat YouTube dieses Beantwortungssystem komplett über den Haufen geworfen. Man kann jetzt nicht mehr relativ einfach auf eure Kommentare antworten. Da muss ich jetzt erstmal nachgucken, wie das überhaupt funktioniert. Wahrscheinlich hat sich der ein oder andere schon gefragt, warum er noch keine Antwort hat. Daran liegt es momentan irgendwie. Aber ich denke, auch das werde ich heute noch rausfinden und euch dann natürlich von der letzten Folge schon mal beantworten. Und wahrscheinlich diejenigen, die mir jetzt schon einen Kommentar drunter geschrieben haben zu dieser Folge. Mal gucken, ob ich dann noch wach bin oder ob ich schon im Bett liege. Aber ich denke mal, eventuell werde ich da auch schon noch drauf antworten. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. Und, oh ja, noch eine spezielle Bitte, bevor ich aufhöre. Und zwar fangen wir am Wochenende mit dem Projekt League of Legends an. Und zwar wird es, was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag. Morgen ist dann der Freitag. Hoffe ich, dass ich bis dahin auch noch die zweite Folge League of Legends rausbringe mit dem ersten Tutorial-Spiel gegen die Bots, um einfach mal zu zeigen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Für die Leute, die es alle nicht kennen. Und dort wird auch drin angekündigt, wie ihr mitmachen könnt. Also wie im Prinzip ihr zu der Aufnahme dazustoßen könnt. Denn ich möchte natürlich ja nicht, wie einige vermutet haben, dass ihr 24/7 da in dem Spiel jetzt rumhockt und einfach wartet, wann kommt der online, wann kommt der online, kann ich mit aufnehmen. Und dementsprechend werde ich in dem Video dann ankündigen, wie ihr oder wann ihr die Chance habt mitzumachen und wie das Ganze dann ablaufen wird. Okay, ich bin erstmal wieder raus und ich sag, die Folge morgen wird auf jeden Fall auch interessant. Also schaltet wieder ein. Bis dahin erstmal wieder. Ciao.